Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und das ist jetzt der vierte Versuch, dieses Video zu machen. Es ist einfach, was jetzt kommt, ein sehr hartes Thema. Ganz ehrlich, wir haben versucht uns davor in der letzten Zeit, nein, wir haben uns nicht versucht davor zu drücken, aber wir hatten immer so ein bisschen, naja, wie sollen wir es angehen, wie sollen wir drüber reden, weil das, was in einer Kita in Koblenz passiert ist, angeblich passiert ist oder was tatsächlich als Konsequenz passiert ist, aber was angeblich der Auslöser dafür gewesen sein soll, das hat uns doch wirklich mehr als schockiert. Frau Kollegin, worum ging es denn da? Es ging darum, dass Eltern die Erzählungen ihrer Tochter verständlicherweise ernst genommen haben und gesagt haben, unsere Tochter hat erzählt, in der Kita wäre sie missbraucht worden, auf eine bestimmte Art und Weise, mit Beteiligung einer Erzieherin und eines Erziehers und so weiter. Und davon wären gegebenenfalls auch Videos gemacht worden und alle Kinder hätten frische Unterwäsche bekommen. Und es wurde sehr detailliert beschrieben und diese Mama hat ein Video davon ins Netz gestellt, davon, wie sie es berichtet sozusagen. Und dann nahm eben alles seinen Lauf, weil Ermittlungsverfahren wurden selbstverständlich aufgenommen. Die Ermittlungsverfahren führten ziemlich schnell zu dem Ergebnis, auch mit gynäkologischer Untersuchung des Mädchens und so weiter, führten ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass an dem Vorwurf mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts dran ist, dass es so also nicht passiert ist oder nicht passiert sein kann. Aber der Kollege hat es gerade schon angedeutet, danach ging eben tatsächlich ein sogenannter Shitstorm los sozusagen. 137 Ermittlungsverfahren wurden dann gegen andere Personen eröffnet, weil die sich eben gegen diese Kita geäußert haben, gegen diesen Erzieher und gegen den Beschuldigten geäußert haben und da auch zu Morddrohungen aufgerufen haben und so weiter und so fort. Weil eine Mutter als allererstes, so mussten wir den verschiedenen Presseberichten entnehmen, all das, was sie da gerade bewegt hat, in einem Video verarbeiten musste und dies dazu geführt hat, dass sich dann viele andere, die überhaupt nicht in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Kita stehen, die fühlten sich dann berufen, entsprechend sich dort auch mit entsprechenden Drohungen eben bemerkbar zu machen, ihren Senf dazu zu geben. Und das führte für diese Kita und vor allem für die beschuldigten Erzieher und vor allem für den Erzieher zu ganz, 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 ganz fürchterlichen Folgen. Was uns an dem Thema so ein bisschen jetzt am Herzen liegt und warum wir uns hier so ein bisschen vorsichtig herantasten, ist natürlich das Problem, ja, wenn eine Mama eben annimmt, dass etwas Fürchterliches mit ihrem Kind in einer Einrichtung passiert ist, dass es dann selbstverständlich auch ihr gutes Recht ist, darüber zu reden und auch eine entsprechende Ermittlung einzufordern. Das vorneweg, ja, geschickt, steht außer Frage. Wir allerdings kriegen, nicht in diesem Fall, da waren wir, ich sage jetzt mal wirklich ganz ehrlich, zum Glück überhaupt nicht dran beteiligt, aber wir kriegen es halt auch in anderen Konstellationen sehr häufig mit, dass bevor überhaupt man sich die Sache genauer anschauen konnte, bereits über soziale Medien, bereits über WhatsApp-Gruppen, bereits über verschiedene Kanäle, ja, zu einem Aktionismus aufgerufen wird, zu einem, früher hatte man gesagt, mit Mistgabeln und der Brandfackel durchs Dorf ziehen, ja, dass es sofort eine extreme Geschwindigkeit bekommt und wir, wenn wir von einem Träger informiert werden, wir brauchen da Unterstützung, wir haben entsprechende Vorwürfe bekommen, wir haben die Person freigestellt, was ist der nächste Schritt, dass wir eben auch als Kanzlei in der Beratung schon aufgrund der Dynamik, die sehr häufig da entsteht, schon zu, ja, dass wir an dieser Stelle schon immer sehr häufig zu eben bereitet euch vor, bitte bedenkt, wird der nächste Schritt sein, das könnte kommen. Frau Kollegin, ich rede jetzt ein bisschen kryptisch, was meine ich denn? Wir müssen zu dem Zeitpunkt schon auf einen fahrenden ICE-Zug aufspringen, weil das Ding schon so an Fahrt gewonnen hat, üblicherweise. Einfach weil natürlich passiert alles sehr schnell, natürlich kann man, weil man einfach nur einmal kurz auf den Button drücken muss, kann man sich extrem schnell äußern dazu, kann extrem schnell seine Meinung kundtun, gegebenenfalls auch, stellen wir auch in allen anderen Bereichen fest, ohne vielleicht vorher tatsächlich darüber nachzudenken, okay, kann da jetzt was dran sein? Oder selbst wenn ich mir diese Frage nicht stellen muss, macht das gerade Sinn? Gefährdet das vielleicht sogar die Ermittlungsergebnisse eigentlich, wenn ich das und das äußere? Oder ist das so richtig? Früher hätte man
jetzt lobe ich so das Frühjahr, meine ich gar nicht so, aber ich muss es trotzdem so sagen, es gab früher eine Zeit, wo man sich sozusagen vor sowas so ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, einfach weil alles langsamer ging. Da konnte ich halt einen Brief schreiben oder ähnliches und der Brief, der lag dann halt noch über Nacht, weil erst am nächsten Morgen der Briefkasten geleert wurde. Aber heute kann ich halt nachts um 2 aufstehen und mal eben schnell irgendwas posten. Und weil das alles so schnell geht, muss auch der Trägerverantwortliche oder eben die Leitung, je nachdem wer die Aufgabe hat, entsprechend schnell reagieren können. Und das ist das Wichtige, da die Aufgabenverteilung zu kennen und zu wissen, wer hat das Zepter in der Hand und kann reagieren. Meine Kollegin sagte gerade, manchmal müssen wir schon auf den fahrenden ICE raufspringen, um dann die ganze Sache noch ein bisschen zu steuern. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, weil bitte immer bedenken, wer bei Twitter, wer bei WhatsApp, da ist es ein bisschen anders, aber wer bei Twitter, YouTube oder bei den sonstigen Kanälen etwas produziert und sehr schnell, also sehr kurzer Zeit, mitfühlende Smileys bekommt, die dann nicht smilen natürlich, ja, oder Kommentare bekommt, diese Nachricht wird vom Algorithmus als wichtig erachtet. Das wird automatisch immer höher gespült, ja. Also da baut sich dann diese gesamte Welle auf und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis von außen Leute ihren Senf dazu geben müssen, dass dann etwas weitergetragen wird, dass dann Höransagen gibt, dass sich manche dann als Internet-Robin Hoods verstehen und dann schreiben, ich habe da mal recherchiert und hier gibt es noch mal eine andere Nummer und da gibt es das E-Mail-Account von dieser Person, da kann man sich ja mal auch hinwenden. Ich meine ja nur so als Tipp von der Seitenlinie. Also ganz schnell geht das Ganze los und dann dauert es eben auch nicht mehr lange, bis eben Medien auf das Thema aufmerksam werden, auch versuchen dann nachzuhaken und dann ist meistens schon die ganze Sache so außer Kontrolle, dass wenig nur noch so eingrenzend möglich ist. Deshalb unser Hinweis, unser Vorschlag, dass sich bereits jetzt alle Trägerverantwortlichen, alle Kita-Leitungen mal für eine Sekunde überlegen, was ist, wenn heute Abend um 22 Uhr als Beispiel ein Vorwurf, ja, dieser Art, sehr extremer Art, irgendwo publiziert wird, ihr am nächsten Morgen um 8.30 Uhr davon überhaupt erst etwas erfahrt und was dann neben, klar, wir machen das Kinderschutzverfahren, wir machen 8a-Verfahren, natürlich machen wir das, wir melden das der Kita-Aufsicht, dass es da Vorwürfe gibt, natürlich, ja, und wir gehen vielleicht sogar selber zur Kriminalpolizei und geben das da als Anzeige auf, aber was eben noch die nächsten Schritte sind, weil in dem Augenblick erst sich im langen Abstimmungsketten sich Gedanken zu machen, können wir das so formulieren? Wie gehen wir jetzt mit den Elternvertretern um? Können wir eine Handreichung rausgeben? Unser Team will wissen, wenn Presseanfragen kommen, was dürfen sie überhaupt noch sagen? Dass in einem solchen Zeitpunkt das mit Verlaub zu spät ist. Oder eben man nur noch hinterherhechelt, weil man sich eben erst abstimmen muss, weil man die Worte, ich sage ja, ne, wir haben eingangs gesagt, nicht so schnell sein, nicht so überhastet sein. Hier sagen wir, ihr müsst dann schnell sein. Aber deswegen soll die Struktur an sich klar sein, damit ihr dann nur noch über die Worte, über die Wortwahl, über das, was ihr vermitteln wollt, nachdenken müsst. Deswegen muss klar sein, wie passiert es, in welcher Abfolge passiert es und wer ist wofür verantwortlich. Genau so. Also sich bereits vorher Gedanken machen, welche Formulierungshilfen gibt es? Ja? Was machen wir eigentlich? Wie fühlen wir uns eigentlich, wenn plötzlich ein Kamerateam eines, ja, ich sag's ganz ehrlich, Krawallsenders vor der Einrichtung steht und dort irgendwelche Leute versucht abzufilmen, die gerade in die Einrichtung hineinhuschen? Wie gehen wir damit um da geht's ja nur darum, kurze O-Töne irgendwie zu generieren, ja? Oder das Bild zu haben, dass ein paar Erzieher mit, ne, abgeschirmten Gesicht da reingehen, weil das wirkt dann automatisch so, als wenn man was zu verbergen hätte. Ja? Also, dass man in diesem Augenblick schon mal in der Lage ist, einen mit dem, was jetzt da kommt, ne, in Anbetracht von Social Media, in Anbetracht von dieser Geschwindigkeitsmaschine, die damit verbunden ist, wie man dann damit umgehen will. Das ist so ein bisschen etwas, was wir hier als Gedanke mal in die Einrichtung reintragen wollen, weil wenn es dann so ist und das alles dann kommt und natürlich man auch verunsicherte Eltern hat, die man irgendwie ja mit Informationen versorgen muss, die allerdings nicht zu viel preisgeben, Stichwort Datenschutz, ja, aber dennoch das Gefühl geben, wir sind dran, wir arbeiten mit den Behörden zusammen, wir arbeiten mit den Stellen zusammen, ja, dass man vielleicht sich ausguckt, mit welchen Elternvertretern könnten wir denn entsprechend reden, auf dass die auch noch für uns Informationen in die Elternschaft weitervermitteln, weil man denen vielleicht mehr glaubt, ja. Das sind also Themen, die man sich vielleicht mal im Vorfeld anschauen sollte und gucken könnte, okay, was haben wir da im Sinne von, der Begriff ist natürlich schon mal all, ja, aber auch
das ist nun mal der beste Begriff, den wir haben, Krisen-PR, ne? Das ist nun mal etwas, wie gehen wir mit etwas um, wenn die Öffentlichkeit was von uns verlangt und was dürfen wir überhaupt sagen, um gegebenenfalls, weil ne, Ermittlungserfolg gefährden, Ermittlungserfolg in beide Richtungen, unschuldig oder schuldig, das ist ja erstmal ergebnisoffen das Ganze, dass wir da auch nicht irgendwas am Ende versauen, was eben diesen Ermittlungserfolg gegebenermaßen vielleicht dann eben auch ein bisschen oller darstellen lässt, weil die Person eben nicht so ganz frei gesprochen wird von dem Vorwurf, der vielleicht im Raume steht. Frau Kollegin, noch eine Anmerkung dazu? Tatsächlich nicht. Dem schließe ich mich an. Haltet durch, bleibt gesund. Morgen geht's garantiert weiter. Bis dahin. Ciao.